meine Lieben, heute mache ich ein Video, weil, voll genial, heute habe ich Zweijähriges mit Jesus. Ja, es ist voll cool, jetzt sind schon 2 Jahre vergangen, seit ich mit Jesus gehe und boah, es ist einfach nur herrlich, es ist einfach, es ist so viel passiert und ja, man kann das immer erst im Nachhinein sehen, wie viel überhaupt passiert ist. Ich meine, vielleicht habt ihr euch mein Zeugnis angeschaut, vielleicht habt ihr gesehen, dass er mich freigesetzt hat vor 1,5 Jahren an meiner Taufe. Und ja, dabei ist es nicht geblieben, also er hat noch so viel mehr gemacht. Und ja, was hat er alles gemacht? Also er hat mich einfach in ein tiefes Vertrauen zu ihm reingeführt, wo ich einfach wirklich gelernt habe, wirklich das ernst zu nehmen, was im Wort steht, ja, dass ich mich zu 100% auf ihn verlassen kann, dass ich keine Angst haben brauche, egal was meine Umstände mir sagen wollen. Und ich habe wirklich erlebt, was es heißt, diesen inneren Frieden oder diesen Frieden zu bekommen, den Jesus gibt, den nur er geben kann. Das ist ein Friede, ja, den kann dir die Welt nicht geben. Und ich kann nicht sagen, dass alles voll einfach war irgendwie über die Zeit. Also ich hatte voll viele Kämpfe und voll viele Sachen. Und ich meine, ja, auch wenn man irgendwie so viele Lügen im Kopf hat, dann dauert es seine Zeit, bis das alles weg ist. Und ja, man wird auch immer wieder in denselben Sachen angegriffen und so. Aber, boah, Jesus ist einfach nur herrlich. Und es ist einfach, oh mein Gott, also ich kann einfach echt dich nur ermutigen. Ich weiß nicht, ob du Jesus schon kennst, ob du eine Beziehung mit ihm hast oder wo du gerade stehst, aber hey, das, was ich mit Jesus habe, das kann jeder mit ihm haben. Das ist, ich habe nicht das Glück oder den Segen oder wie man sagen will, so gepachtet, ja. Nee, ich bin einfach nah an der Quelle und ich habe einfach gelernt, meinen Rhythmus mit ihm zu finden, mit ihm zu laufen, mit ihm wirklich eine Beziehung zu leben. Und das macht echt den Unterschied, weil am Anfang habe ich immer gedacht, ja, okay, dann, ja. Nein, man muss sagen, ganz am Anfang war man voll, ja, man ist es wie wenn man verliebt ist, wenn man sich bekehrt und wenn man halt zu Jesus findet, ihm sein Leben übergibt, dann plötzlich der Heilige Geist, bam, macht in einem so ein, wie so, ja, man ist wie verliebt. Und man, ganz am Anfang, als ich zu Jesus gefunden habe, habe ich, glaube ich, am Tag, weiß ich nicht, ich war die ganze Zeit in der Bibel und ich, also bin ich jetzt auch noch, aber halt da so extrem und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 3 Stunden Predigen am Tag angeschaut und Bücher gelesen und was nicht alles. Also ich habe, ja, am Anfang ist man verrückt. Und dann, ja, dann kommen halt, dann fängt es an, dass es wie in jeder Beziehung irgendwann einfach normaler wird und da habe ich echt gelernt, am Anfang war mein Lauf irgendwie noch so, ja, ich wusste noch nicht so genau, es war, ich habe ihn einfach noch nicht so gut gekannt und habe halt einfach wirklich so am Anfang irgendwie so in der Früh, ich sage immer Primetime zur stillen Zeit, weil es ist für mich so die wichtigste Zeit, die es gibt. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann immer nur so, ich weiß auch nicht, ja, es war mehr so, irgendwann war es mehr so, ja, jetzt liest du oder jetzt redest du mit Gott. Und dann irgendwann hat mir der Herr einfach gezeigt, hey, das ist Zeit mit mir, das ist so wertvoll, da steckt alles drin und ich werde am allermeisten in dir arbeiten und auch im Außen in dieser Zeit. Und dann habe ich mich einfach darauf eingelassen und gesagt, ja, okay, Herr, diese Zeit gehört dir, gestalte du sie, wie sie möchtest, wie du sie möchtest. Und dann haben wir echt angefangen, so viele verschiedene Dinge zu machen und ja, ich kann einfach nur sagen, jetzt Disziplin zahlt sich auch aus. Also ich weiß, dass es ist wirklich nicht gesetzlich oder es ist wirklich, pass auf, wenn es gesetzlich wird, aber ich kann einfach nur sagen, ich liebe meine Zeit mit dem Herrn, ich liebe meine Zeit, die wo so ganz alleine ihm gehört und der Tag ist so voll, man geht arbeiten, man macht Sachen und diese Zeit ist so, so speziell und ich liebe es manchmal schon. Ich wache schon manchmal früher auf und vor meinem Wecker und denke mir so, ja, jetzt Primetime, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch ein bisschen verrückt, aber ich glaube nicht. Und auf jeden Fall habe ich gemerkt, so, ja, er macht in dieser Zeit so viel mit mir. Es gibt Zeiten, wo ich viel mit ihm rede, wo ich ihm einfach, wo ich eine Stunde lang irgendwas rede.
Oder es gibt Zeiten, wo ich wirklich einfach gar nicht weiß, was ich sagen soll. Und dann, dann sitze ich einfach da und sage, Herr, ich weiß gerade nicht, was ich beten soll oder was ich sagen soll oder irgendwas. Und dann fange ich an, über ihn zu reden oder er fängt dann an, mit mir Dinge zu zeigen, mir Gedanken zu geben, mir Eindrücke zu geben oder so. Und natürlich bin ich dann einfach viel im Wort in dieser Zeit auch. Meistens so Hälfte, Hälfte. Eine halbe Stunde das und dann eine halbe Stunde im Wort sein. Und selbst da ist es so unterschiedlich. Ich lasse mich voll führen, was er mir zeigt. Und es passt immer. Es ist wirklich, Leute, wenn ihr den Heiligen Geist euch führen lasst, es passt immer. Der Herr wird euch immer genau das zeigen, was ihr braucht. Oder das, was gerade dran ist. Und ja, wirklich ohne Schmarrn, das, was ich jetzt 2 Jahre lang erlebt habe, das ist nur ein Anfang, ja. Also, das ist nur ein Anfang. Und oh, es lohnt sich so, Jesus ist so, so speziell und so speziell in diesem Sinne, dass er ist so voller Geheimnisse, aber gleichzeitig auch wieder nicht, weil er zeigt dir alles und es ist so, mir fehlen die Worte, es ist so arg. Ja, ich kann einfach nur sagen und auch wirklich jeder Lebensbereich, jeder meiner Lebensbereiche wurde schon gesegnet, also ob finanziell, ob arbeitsmäßig, Berufung, egal was, egal welcher Bereich, jeder Bereich wurde bei mir schon gesegnet. Und ich will nicht die Haltung haben, dass ich sage, Gott, ich brauche dich, dass du mein Leben aufpeppst oder aufpusht. Gell? Aber wenn man wirklich mit dem Herrn geht, dann er bringt dich dahin, wo er dich haben will. Und es ist so cool einfach. Es ist so cool einfach. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst oder was es ist oder vielleicht bist du ja schon mit Jesus unterwegs, aber denkst so, hä, ich weiß nicht, wovon du redest, da bei mir sieht es nicht so aus. Dann möchte ich dich echt ermutigen, geh tiefer und sag dem Herrn das einfach, werd ehrlich vor ihm, vor dir selbst und ja, bring alles zu ihm hin und erzähl ihm das, weil er kennt dein Herz, er kennt deine Sehnsüchte im Herzen und ey, ohne Schmarrn, das ist so, oh, er weiß halt einfach genau, was ich brauche. Er weiß genau, was ich brauche. Und ja, ich bin sehr gesegnet und ich weiß, es ist absolute Gnade. Ich habe es nicht verdient, dass ich so viel habe, sage ich jetzt einfach mal so. Und dass bei mir alles so easy, oder es heißt easy, aber so gut läuft, habe ich nicht verdient. Aber es ist einfach seine Gnade und ich weiß, wie sehr ich geliebt bin. Ich weiß, dass mich mein himmlischer Vater so sehr liebt, dass er seinen ganzen Segen, den er hat, einfach über mich gibt, weil ich bin sein Kind. Und du, wenn du mit Jesus gehst, dann bist du genauso ein Kind Gottes und kommst in diese Familie und du wirst aufgenommen und er wird sich höchstpersönlich um dich kümmern. Und wenn du wirklich Probleme oder Sachen einfach noch mit dir rumträgst, dann möchte ich dich echt ermutigen. Geh zu Jesus, geh zu ihm. Hey, was ich 2 Jahre lang jetzt erlebt habe, das kannst du auch erleben. Und das ist nicht auf meinen Namen geschrieben, ja? Meine Geschichte, klar, die schreibt er mit meinem Namen drauf, weil er hat mich ja beim Namen gerufen. Aber er ruft auch dich. Er ruft auch dich und dass du das Video jetzt bis hierher angeschaut hast, ist einfach der nächste Moment, wo er an deine Tür des Herzens anklopft und sagt, hey, lass mich da rein, ich will dein Leben verändern und ich will, dass du verstehst, warum ich die Quelle des Lebens bin und warum ich die Quelle für alles bin. Er sagt das nicht einfach nur so, sondern sein Wort hat Bestand, sein Wort ist boah, es ist so voll. Es trieft so von Wahrheit und ja, du kannst vielleicht denken, ach, Dine, toller Weg für dich und passt. Schön, freu dich und ich freue mich auch, wirklich, ohne Schmarrn. Ich freue mich und wie ich mich freue. Aber ich will, dass du auch lebst und ich will, dass du frei wirst und mein Wille ist, und ich weiß, da gehe ich d'accord mit dem Willen des Vaters, dass du frei wirst, dass du erkennst, was die Wahrheit ist, dass du erkennst, dass Jesus alles für dich am Kreuz bezahlt hat. Alles.
alles. Alles ist alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, es ist schon wieder so arg in mir gerade schon so wieder so. Oh, es ist so. Manchmal würde ich wünschen, ich könnte meine Sicht oder mein Herz oder mein, was ich erlebe mit dem Herrn, für ein paar Sekunden nur jemanden von euch geben, weil das ist so einzigartig und das ist so wunderbar und so herrlich und hey, was gibt's Besseres, als diese Hoffnung zu haben, als diese Liebe an Überfluss zu haben, als diese Freude, als zu wissen, er macht was mit mir, er arbeitet mit mir und es geht ihm um mich, es geht ihm um mich in dem Moment, ja, es ist so, warum gedenkt Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, überhaupt an mich, ja, aber er macht's einfach und er hat auch dich nicht vergessen, er hat dich nicht vergessen, egal wo du gerade kämpfst, ja, boah, da geht's voll in mir hoch, echt ohne Schmarrn, aber egal wo du kämpfst, egal wo du gerade eine Last trägst und ich weiß, dass du eine Last trägst, ich weiß, dass wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du alleine kämpfst, dass du nicht in Wahrheit lebst, weil er die Wahrheit ist, sondern dass du in Lüge lebst, dass du dir Dinge einredest, dass du unfrei bist, dass du unruhig bist, dass deine Seele in dir unruhig ist und er möchte das alles brechen, er will die Ketten sprengen und dich freisetzen, aber du musst das okay geben, du musst das okay geben, nicht er sucht, er zieht an dir. Aber du musst das okay geben. Du musst die Entscheidung für oder gegen ihn treffen. Du alleine. Und ich kann es nicht für dich tun. Und niemand anders da draußen kann es für dich tun. Und, boah, ja, jetzt wollte ich eigentlich ein bisschen erzählen, was Jesus so in meinem Leben gemacht hat. Aber ich komme ins Preachen, weil er, das ist, was er mit mir gemacht hat, die letzten 2 Jahre, ja. Er hat mir einfach mehr von sich gezeigt. Er hat mir gezeigt, hey, Biene, Vertrau mir. Ich werde dir alles beibringen, ich werde dir alles zeigen. Vertrau du mir und bleib nah an meinem Herzen. Bleib hier und geh mit mir, lauf mit mir. Und es wird spannend, dir wird nicht langweilig. Und hey, ohne Scheiß, wenn ich eins sagen kann, Leute, dann, dass mir über 2 Jahre lang